Anhaltendes Ampelrot bringt Autofahrer schnell zur Weißglut. Lange Wartezeiten und stockender Verkehr waren in der Vergangenheit in Wilhelmshaven die größten Ärgernisse. Mit der Einrichtung des neuen Verkehrsrechners soll sich der Verkehrsfluss stadtweit verbessern. Die Anlage wurde am 1. November durch den städtischen Eigenbetrieb TBW und den Hersteller abgenommen und ist jetzt in Betrieb. Eine Modernisierung war an der Zeit. Das Vorgängergerät wurde 1982 eingerichtet, Ersatzteile gab es keine mehr. Wäre es ausgefallen, hätten die Techniker vor einem Problem gestanden. Die Mitarbeiter der TBW können die Signalanlagen mit dem System umfassend überwachen, wie Bernd Eickhoff, zuständiger Abteilungsleiter, erklärt. Hier sieht man auf der Stadtkarte von Wilhelmshaven unsere auf dem Verkehrsrechner angeschlossenen Lichtsignalanlagen. In der Summe haben wir 88 Lichtsignalanlagen und derzeit sind 82 Anlagen auf dem neuen Verkehrsrechner aufgeschaltet. Der ganz große Vorteil hierbei ist, dass man eine absolute gute Qualitätssicherung hat. Man würde hier sofort sehen, wenn irgendwas an der Lichtsignalanlage ausfallen würde oder irgendwie ein Defekt wäre. Die Ampelschaltungen im Stadtgebiet werden nun Stück für Stück optimiert. 10 Ampeln, etwa im Bereich Kurt-Schumacher-Straße, Ostfriesenstraße, wurden mit Kontaktschleifen ausgerüstet, die den Verkehrsfluss messen und die Schaltung daran anpassen. 32 Anlagen wurden mit Systemen für die Busbeschleunigung bestückt, die eine schnellere Grünphase für den Nahverkehr erlauben. Busfahrer senden ein Signal an die Ampel, die dann die Schaltung anpasst. Die Umlaufzeit der Ampelschaltung verlängert sich dabei zeitweise von rund 30 bis 60 auf derzeit noch 90 bis 120 Sekunden. Auf der Bismarckstraße gilt inzwischen die grüne Welle. Fußgängerampeln erhalten nicht mehr automatisch grün. Stattdessen müssen Fußgänger jetzt immer den Drücker betätigen, wenn sie eine Straße überqueren wollen. Durch diese Änderung gerät der Verkehr nicht mehr so häufig ins Stocken. Das schont die Umwelt und die Nerven der Kraftfahrer. Das System verfügt über einige Sicherheitsmechanismen, wie Bernd Eickhoff erläutert. Der Rechner hat eine USV, also eine unabhängige Stromversorgung, sodass man also bis zu 90 Minuten beim Stromausfall hier im Rathaus völlig unabhängig wäre. Ferner haben wir den Rechner aufgeständert, auf gut Deutsch gesagt, sodass dann, falls es mal zu einer Überflutung kommen sollte hier im Rathaus, dass der Rechner mir nicht unter Wasser stehen würde. Sollte dennoch der Rechner einmal komplett ausfallen, greifen die Ampeln auf einprogrammierte Schaltungen zurück und bleiben in Betrieb.